Am Ende dieser Ausgabe von Ab ins Bett werdet ihr nicht nur fantastisch schlafen, ihr werdet heute tierisch gut schlafen und eine tierisch gute Nacht haben. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast. Hier ist Marco mit Episode 154 von Ab ins Bett. Genau zur Wochenmitte. Heute ist Mittwoch, der 27.01. Und auch im Winter heißt es ja, dass viele sich um ihre Haustiere kümmern. Und wenn es kalt ist, auch dann muss ein Hund rausgehen. Oder wer sogar ein Pferd von euch hat oder eine Reitbeteiligung oder gerne reiten geht, der weiß, ja, Pferde müssen auch bewegt werden, egal wie warm oder wie kalt es draußen ist. Heute haben wir eine ganz spezielle Geschichte von Janita. Da geht es auch um viele Tiere und Janita hat einen Kommentar zu Ab ins Bett geschrieben. Sie schreibt: Lieber Marco, ich heiße Janita, bin 7 Jahre alt, höre jeden Abend deinen Podcast zum Einschlafen. Ich würde auch mal gerne in einer Geschichte von dir vorkommen. Ich mag gern Pferde und voltigiere auch selbst. Und ich liebe Katzen, habe auch selber eine. Und Einhörner. Liebe Grüße, deine Janita. Dankeschön, Janita, für deine Nachricht. Und vielleicht sagt ihr jetzt auch: Mensch, ich hätte auch mal Lust dazu, Titelheld zu werden und eine eigene Geschichte bei Ab ins Bett zu bekommen. Dann schickt mir mal euren Namen, euer Hobby und das, was ihr gerne macht, per WhatsApp, am besten per Sprachnachricht an 01525 179 6813. Und bevor die Geschichte mit den Tieren beginnt, beginnt was anderes, nämlich das Recken und das Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Spannt dabei jeden Muskel an und macht euch ganz, ganz lang. Und dann plumpst ihr ins Bett hinein und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und ich bin mir sicher, dass ihr heute die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Seid ihr bereit für die nächste Gute-Nacht-Geschichte? Dann kommt sie jetzt. Für diesen Mittwoch, den 27. Januar. Janita und die vielen Tiere. Janita ist ein ganz normales Mädchen. Sie ist 7 Jahre alt und ja, sie liebt Tiere. Zum Beispiel Katzen. Da hat sie nämlich selber eine. Oder auch Pferde. Denn Voltigieren ist die Lieblingssportart von Janita. Und Voltigieren ist wirklich eine tolle Sportart, die verbindet sehr, sehr viel. Was ist denn eigentlich Voltigieren? Man kann eigentlich sagen, das ist Turnen auf einem Pferd. Und schöne Übungen machen, die ganz akrobatisch aussehen. Das ist Voltigieren. Also Kunst auf einem Pferd sozusagen. Ja, und das mag Janita. Außerdem mag sie Einhörner. Und ihr großer Traum ist vielleicht einmal, auf einem Einhorn zu voltigieren. Also auf einem Einhorn Kunst- und Akrobatikfiguren zu machen. Mensch, das wäre toll. Vor allem gab es ja sowas auch noch nie. Und Janita kommt ins Grübeln und sie überlegt, auf welchen Tieren denn sie überhaupt mal voltigieren kann. Auf ihrer Katze? Nein, das kann sie natürlich nicht machen, denn die Katze ist viel zu klein und Janita mit ihren 7 Jahren viel zu groß. Oh Gott, das würde der Katze bestimmt nicht gefallen, wenn sie anfangen würde, auf ihr zu voltigieren. Besser ein anderes Tier. Vielleicht eine größere Katze, ein Tiger oder ein Löwe. Naja, ein ausgewachsener Löwe oder Tiger wäre wahrscheinlich kräftig genug, das Gewicht von Janita zu halten. Aber ob das so sicher ist? Vielleicht kommt der Tiger oder der Löwe doch auf andere Ideen, wenn auf ihn jemand voltigiert. Von daher ist das auch nicht so die beste Idee. Aber es gibt noch andere Tiere. Vielleicht ja Flugtiere. Nein, ein Huhn ist definitiv auch zu klein. Ah, ein Vogelstrauß. Der hat genau die richtige Größe. Ja, aber ob der mit seinen 2 Beinen stabil genug laufen kann? Janita war sich unsicher. Naja, dann bleibt ja doch noch das Einhorn, auf dem man voltigiert. Oder, jetzt kommen ihr ganz viele Ideen. Wie wäre es denn mit einer Giraffe? Wobei das Risiko bei einer Giraffe auch etwas höher ist, denn von einer Giraffe runterfallen ist bestimmt nicht angenehm. Auch bei einem Pferd oder bei einem Einhorn ist das nicht immer schön.
Aber Janita kann sich auch sehr gut abrollen und hinfallen lassen. Aber eine Giraffe ist doch vielleicht ein bisschen zu hoch. Vielleicht bräuchte man ein größeres Tier, auf dem man voltigieren kann. Ein ideales Tier wäre doch eigentlich der Elefant. Der hat einen schön breiten und großen Rücken. Er kann viel tragen. Er ist meist nicht so schnell unterwegs. Ja, ein Elefant, das ergibt durchaus Sinn für Janita. Sie merkt, wie sie langsam immer müder wird. Und sie träumt schon davon, das nächste Mal auf einem Pferd zu sitzen und zu voltigieren. Und überhaupt der Umgang mit Tieren, der bereitet Janita am meisten Spaß. Warum wackelt denn das Bett, dachte sie sich. Doch das war der letzte Gedanke, den sie hatte. Es war gar nicht das Bett, das wackelte. Es war bei ihr, in ihr, ihr Traum. Denn es wackelte auch nicht das Bett. In ihrem Traum saß Janita nämlich genau jetzt auf einem Elefanten. Und sie ritt nicht nur auf dem Elefanten, sie konnte auf dem Elefanten sogar tatsächlich voltigieren. Und sie machte alle Übungen, die sie konnte. Beim Voltigieren kommt es natürlich nicht nur darauf an, besonders akrobatische Übungen zu machen, sondern man brauchte auch Wissen und Können im Umgang mit dem Pferd. Das war besonders wichtig. Und obwohl Janita noch nie auf einem Elefanten saß, merkte sie eine ganz tiefe Verbindung zu dem Tier. Ja, Elefanten sind fabelhafte Lebewesen. Sie sind sehr feinfühlig. Und das gefällt Janita. Und das gefällt dem Elefanten. Die beiden sind wirklich eine gute Einheit. Sie hat nun sogar versucht, sich auf den Elefanten zu stellen und dabei die Augen zu schließen. Nur ganz kurz, denn ein wenig Respekt hatte sie davor schon. Doch sie spürte, dass der Elefant auch ganz viel Vertrauen in Janita setzt. Und so entschloss sie sich, auf dem Elefanten stehend, die Augen zu schließen. Und als sie die Augen wieder öffnete, da konnte sie ihren eigenen Augen gar nicht mehr trauen und glauben. Der Elefant war verschwunden, aber Janita voltigierte immer noch. Sie stand nun auf einem Pferd. Und das kam ihr doch irgendwie bekannt vor, obwohl es nicht ihr Pferd war. Nein, und jetzt konnte sie sich vor Lachen und Verkichern kaum noch auf diesem Tier halten, denn es war gar kein Pferd. Beim nächsten Blick schaute sie nämlich zum Kopf des Tieres und entdeckte am Kopf etwas Wunderschönes. Es war spitz und es war lang. Und es war alles andere als normal. Sowas hat Janita noch nie gesehen. Ein echtes Horn eines Einhorns. Tatsächlich. Sie war auf dem Rücken eines Einhorns und konnte sich gerade so mit beiden Beinen halten. Naja, wobei eigentlich gelang es ihr ganz gut. Sie war schon ein bisschen stolz. Das Einhorn signalisierte ihr mit einfachen Kopfbewegungen, dass sie sich ganz auf das Tier verlassen kann. Und so machte Janita alle Übungen, die sie konnte. Und sie fühlte sich so sicher, mindestens wie auf ihrem eigenen Pferd. Und Janita wusste, mit diesem Einhorn geht ihr großer Traum in Erfüllung. Doch da, in diesem Moment, zuckte das linke Bein ein wenig. Doch sie konnte sich gerade so noch halten mit Unterstützung des Einhorns. Im letzten Moment griff sie nämlich an das Einhorn, hielt sich fest. Und da spürte sie, was wirklich Vertrauen ist. So viel Vertrauen hat Janita sonst nur zu ihrem eigenen Pferd und in sich selbst. Und das ist auch gut so. Und nun weiß Janita, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Dann mit der Geschichte Mark und das schnelle Restaurant.